وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور وأتيت يا خير الشهور تهدي أسلك بالله den Herrn aller Welten und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alameen, liebe Geschwister, wir fahren heute bi'idhnillah Samia al-Alim fort über die Geschichten der Propheten. Das letzte Mal haben wir die Geschichte von Nuh, von Noah alayhi salatu wassalam beendet. Und heute bi'idhnillah Samia al-Alim in eurer geehrten Anwesenheit werden wir die Geschichte von Ibrahim, Abraham alayhi salatu wassalam erzählen. Was für ein gewaltiger Prophet. Und ich betone es immer wieder, liebe Geschwister, dass wir diese Geschichten nicht rein aus geschichtlicher Perspektive betrachten, sondern wir studieren diese Geschichten, weil sie ein Teil vom Koran sind. Und der Koran ist das Buch der Muslime. Und niemals, und vergesse diese Worte nicht, oh Diener Allahs, niemals darfst du ein Buch über den Koran erheben. Niemals darfst du eine Ideologie, irgendeine Tradition über den Koran erheben, so wird Allah dich erniedrigen. Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, Allah wird durch den Kitab, durch den Koran, Völker erheben in der Stellung. Sie werden angesehen sein. Die besten Diener Allahs. Allahumma ja'alna minhum. Er wird sie erheben in der Stellung. Und er wird andere durch den Koran erniedrigen. Leute, die gegen den Koran handeln, die den Koran nicht lieben, die den Koran nicht als ihr höchstes Lebensziel im Leben sehen, das sind Leute, die werden erniedrigt von Allah Azza wa Jalla, das Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du dich an den Koran hältst, o Diener Allahs, wisse, Allah hat eine gewaltige Überraschung für dich bereit, يوم القيامة. Inna hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Und wahrlich, dieser Koran leitet zu einem besseren Weg, zu der Zufriedenheit Allahs. Es gibt Leute, die haben nur ein einziges Ziel im Leben, Allah zufriedenzustellen. Allahumma arda anna ya rabbal alamin. Und dann gibt es andere Leute, sie haben sich zum Ziel gemacht, jeden außer Allah zufriedenzustellen. Das sind die Verlierer in der Dunya und in der Akhira. Dieser Koran leitet zu einem besseren Weg, zur Zufriedenheit Allahs. Und er verkündet den Gläubigen eine frohe Botschaft. Das heißt, wenn du dich an den Koran hältst, du wirst kein Verlierer sein. Im Gegenteil, du wirst hier in dieser Dunya Glückseligkeit haben und Allah Azza wa Jalla wird dich um Rangstufen erheben im Paradies und er verkündet den Gläubigen eine frohe Botschaft, die Gutes tun. Und wie viele sagen heute nur, Allah ist mein Herr, Allah ist mein Herr, weder betet er, noch fastet er, noch gibt er Sadaqa, noch liest er den Koran oder gedenkt Allahs? Ein Glaubensbekenntnis, welches er mit der Zunge spricht, aber dieses Glaubensbekenntnis hat sich nicht richtig in seinem Herzen hereingefressen, so dass er auch danach handelt. Leider sind die wenigsten Muslime in dieser heutigen Zeit bereit, etwas für diese Religion von Allah Azza wa Jalla zu opfern. Und er verkündet den Gläubigen eine frohe Botschaft, die Gutes tun, dass sie eine große Belohnung bekommen. Und das ist Al-Jannah, das Paradies. Allahumma rzuqna al-Jannah wa ja'alna min aha, ya Rabbil Alameen. Liebe Geschwister, Ibrahim alayhi salatu wassalam, der Vater aller Propheten. Ibrahim alayhi salatu wassalam, der eine Sonderstellung von allen Propheten bekommen hat. Nicht nur, dass er unter den 5 besten Propheten war, sondern Allah hat Ibrahim alayhi salatu wassalam sich zum Freund genommen. واتخذ الله إبراهيم خليلا. Und Allah hat sich Ibrahim, wie er subhanahu wa ta'ala sagt, zum Freund genommen. Ibrahim alayhi salatu wassalam ist der Freund Allahs. Allahu Akbar. Welche Stellung muss dieser gewaltige Diener bei Allah gehabt haben?
Und Khalil ist nicht nur irgendein Freund, das ist die höchste Form der Freundschaft in der arabischen Sprache. Und Allah bezeichnet Ibrahim alayhi salatu wassalam mit den Worten, und diese Worte bleiben bis Yawmul Qiyamah, ein Lob an die besten Diener. Manche werden in Zeitungen geehrt, weil sie Irregehende sind. Manche werden im Fernsehen gelobt, weil sie Irregehende sind. Aber Allah, er lobt nur diejenigen, die wahrlich auch diesen Lob verdient haben. Allah sagt über Ibrahim alayhi salatu wassalam, inna Ibrahima kana umma. Wahrlich, Ibrahim ist eine gesamte Gemeinschaft. Was bedeutet das? Wenn du alle einzelnen Leute, die eine Gemeinschaft bilden, wenn du von ihnen die besten Eigenschaften nimmst und sie vereinst, dann hast du Ibrahim als Person, alayhi salatu wassalam. Inna Ibrahima kana umma, wahrlich Ibrahim alayhi salatu wassalam war eine ganze Umma. So hat Allah Azza wa Jal diesen Diener beschrieben. O Diener Allahs, was weißt du über Ibrahim? Wie viele von unseren Jugendlichen können dir alles über einen irrgehenden Rapper oder Sänger oder einen Fußballspieler erzählen, aber er kennt nicht die wahren Vorbilder, die Allah Azza wa Jal hervorgehoben hat über alle anderen Menschen. Warum? Damit wir uns an ihnen ein Beispiel nehmen. Ibrahim alayhi salatu wassalam war ein Prophet, mit dem Allah azza wa jalla zufrieden war. Und die Juden und die Christen haben miteinander gestritten, ob Ibrahim zu dem oder dem gehört. Die Juden sagen, Ibrahim ist unser Prophet. Und die Christen sagen, Ibrahim ist unser Prophet. Hört, was Allah azza wa jalla zu diesen beiden sagt. Allah azza wa jalla sagt, Ya ahl al-kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. O ihr Leute der Schrift, Juden und Christen, warum streitet ihr über Ibrahim, über Abraham? Die einen behaupten, er wäre von uns, die anderen behaupten, er wäre von uns. Lasst uns Allah hören, was er sagt über diese Leute. Allah Azza wa Jal sagt zu diesen Leuten, وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْإِنْجِيلِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ. Und die Torah, das bedeutet die Tora, das Buch der Juden und das Buch der Christen, der Injil, die Bibel, das Evangelium, sie sind doch erst nach ihm herabgesandt worden. Wie kann er dann zu euch gehören? Wie kann Ibrahim alayhi salatu wasalam zu euch gehören, wo er vor euch war? Afala ta'qilun, versteht ihr nicht, begreift ihr nicht, Ibrahim alayhi salatu wasalam war weder Jude noch Christ. Und das war eine großartige Eigenschaft, die Allah azza wa jalla diesem Propheten gegeben hat. Alle Religionen wollten, dass Ibrahim einer von ihnen ist. Die Juden sagen, das ist unser Prophet. Die Christen sagen, das ist unser Prophet. Hören wir. Und es gibt nur eine einzige wahre Religion. Der Islam akzeptiert alle Propheten. Egal, ganz gleich, ob es Noah ist, ob es Moses ist, ob es Ibrahim ist, ob es auch sogar Jesus oder Isa ist, oder ob es Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Der Islam akzeptiert alle Propheten. La nufarriqu bayna ahadin minhum. Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen, zwischen diesen Propheten, weil alle sind von Allah azza wa jalla geschickt worden, gesandt worden, als Propheten erkürt worden. Lasst uns hören, was Allah azza wa jalla zu diesen Leuten sagt. Eine Aya weiter. Allah azza wa jalla sagt, وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا. Ibrahim alayhi salatu wasalam war weder Jude, o ihr Juden, freut euch nicht zu früh, noch war er ein Christ. O ihr Christen, freut euch auch nicht zu früh. Was war er, ja Allah? Du hast uns für alles eine Antwort gegeben. وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Vielmehr war Ibrahim, Abraham alayhi salatu wasalam, einer, der eine aufrechte Religion gehabt hat, ein Muslim. Alhamdulillah ala al-Islam. Alhamdulillah ala al-Islam. Das ist die einzige Religion, liebe Geschwister, die alle Propheten akzeptieren. Wallahi al-Azim, die Juden verwerfen manche Propheten. Sie sagen, Isa, Jesus wäre Ibn Zina. Das heißt, Maryam hat ihn durch Unzucht bekommen. Das ist ihre Aussage. Und die Christen, akzeptieren sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sie akzeptieren ihn nicht. Aber der Islam, walhamdulillah, hat uns eins beigebracht. La nufarriqu bayna ahadin minhum. Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen, den Propheten. Wenn du einen Muslim fragst, glaubst du an Abraham? Der sagt dir natürlich. Glaubst du an Noah? Natürlich. Glaubst du an Muhammad? Natürlich. Glaubst du an Jesus? Natürlich. Glaubst du an Moses? An Allah.
Das ist unsere Religion. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Ibrahim alayhi salatu wassalam, er wuchs im Irak auf, liebe Geschwister, in der Stadt Babel. Und sein Vater war einer der übelsten Geschöpfe, die jemals auf dieser Welt gelebt haben. Ein Feind Allahs. So hat Allah ihn bezeichnet im Koran. Warum? Dieser Vater hat Götzen hergestellt. Er war ein Najjar, ein Tischler. Er hat Götzen mit der eigenen Hand hergestellt. Und dann hat er sie verkauft und die Leute haben diese Götzen erworben und sie anschließend angebetet. Wallahi, das Schlimmste ist, wenn Allah dir einen Verstand gibt und dieser Verstand Yawmul Qiyamah gegen dich bezeugen wird. Überlegt, einer schnitzt mit seiner eigenen Hand Figuren, Götzen und betet sie an und verkauft sie auf dem Markt, damit diese Leute sie ebenfalls anbeten. Er hat nicht nur zum Schirk beigetragen, er hat die Leute sogar dazu aufgerufen, dass sie diesen Schirk machen. Und Allah Azza wa Jalla gab Ibrahim alayhi salatu wa salam Weisheit. Und so ging Ibrahim alayhi salatu wa salam eines Tages zu seinem Vater. Und er sagte zu ihm, Ya Abati, lima ta'budu ma la yasma, wa la yubisir, wa la yughni anka shay'a. O mein Väterchen und Abati, ist ein Ausdruck im Arabischen, nicht wie Abi. Abi heißt Vater. Aber Abati heißt mein Väterchen, eine verniedlichte Form von Vater. Er sagte, oh mein Väterchen. Und er wusste, dass er ein Verbrecher ist, dass er Götzen herstellt und sie verkauft. Warum dienst du etwas, höre zu, was weder hört, noch sieht, noch dir irgendeinen Nutzen bringen kann. Was kann eine Götze für dich tun? Und gleichzeitig verstehen wir aus dieser Aya, wenn Ibrahim a.s. zu seinem Vater sagt, warum dienst du etwas, was weder hört, noch sieht, noch dir einen Nutzen bringen kann, dann sind das die Eigenschaften von Allah. Alhamdulillah. Und Allah sieht, subhanahu wa ta'ala. Und Allah kann dir wahrlich einen Nutzen oder einen Schaden bringen. Das sind die Eigenschaften von Allah. Deswegen fragte Ibrahim alayhi salatu wassalam seinen Vater, warum dienst du etwas, was diese Eigenschaften nicht hat? Weder hört deine Götze, noch sieht sie, noch kann sie dir irgendeinen Nutzen bringen. Und das ist die Weisheit und das ist Al-Hin, die Sanftmütigkeit von den Propheten. Er sagte nicht zu seinem Vater, ja Kafir, ja Jahil, oh du Kafir, oh du Unwissender. Schaut mal, was er zu seinem Vater sagte. Ja Abati. War der Vater ein Kafir? Ein übler Kafir. Einer der Schlimmsten, einer der Schlimmsten. Aber das ist Birrul Walidain. Das ist eine Sache, die viele Geschwister von uns nicht gelernt haben. Du siehst manche Geschwister, die kommen heute zum Weg, Subhan al-Malik, und weil er ein paar Sachen gelernt hat, über die Sunna des gesamten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann geht er nach Hause und beschimpft seine Mutter, weil seine Mutter vielleicht nicht richtig den Hijab trägt. Oder er beschimpft seinen Vater, der etwas falsch gelernt hat. Er sagt ihm, Wallahi al-Azim, ya kafir, ya jahil. Das haben wir heute. Möge Allah diese Geschwister recht leiten. Sie haben gestern noch die Pampers angehabt, die Windel angehabt, und dann wissen sie auch nicht, wie sie mit ihren Eltern umgehen. Wie sagt Ibrahim alaihi salatu wasallam, ya abati, oh mein Väterchen. Wusste er, dass er ein Kafir ist? Mit Sicherheit wusste er das. Und trotzdem entgegnete er ihm mit Sanftmut. Weil sein Ziel war es, diesem Vater von der Götzendienerei hinwegzubringen. Und das ist unsere gewaltige Aufgabe im Islam. Dass wir die Leute von der Finsternis zum Licht führen. Früher haben sie alles angebetet außer Allah. Aber wir wollen sie dazu bringen, dass sie nichts mehr anderes anbeten außer Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Das ist das Glaubensbekenntnis, welches einem die Berechtigung gibt, in das Paradies einzugehen. Und kein anderes Glaubensbekenntnis wird von Allah azza wa jalla akzeptiert.
So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und wer eine andere Religion möchte als die Religion des Islam, so wird Allah das niemals von ihm annehmen, und dieser wird am Tage der Auferstehung ein Verlierer sein. Das ist die Religion von Allah. Regeln, die Allah bestimmt hat. Es gibt keine Präsidenten, die so etwas bestimmen, oder irgendwelche wichtigen Menschen. Diese Regeln bestimmt Allah subhanahu wa ta'ala, der einzige Herr, der Herr über alle Menschen, liebe Geschwister. Ja, abati, lima ta'budu ma la yasma, wa la yubsir, wa la yughni anka shay'a. Ja, abati, inni qad ja'ani min al-aymi, ma lam ya'tika, fattabi'ni, oh mein Väterchen, zu mir ist etwas an Wissen gekommen, ich habe die Offenbarung bekommen. Zu mir ist etwas an Wissen gekommen, was du nicht bekommen hast, was dich nicht erreicht hat. Darum folge mir. Warum? Damit du einen geraden Weg im Leben beschreitest. Was war der Anfang von Ibrahim a.s.? Warum dienst du etwas, was weder hört, noch sieht, noch dir irgendeinen Schaden bringen kann, noch dir irgendeinen Nutzen bringen kann? Das zweite Argument, oh mein Väterchen, zu mir ist Offenbarung gekommen. Warum hat er mit dem Verstand angefangen? Weil Leute müssten eigentlich begreifen, wenn man ihnen sagt, schau mal, das nützt dir nichts. Eine Götze, was, die kann sich nicht mal selber verteidigen, wie kannst du sie anbeten? Das ist Verstand, liebe Geschwister. Wenn man diesen Verstand nicht einsetzt, wie will man dann der Offenbarung folgen? So fing er an mit den Dingen, die verstandesgemäß von uns verstanden werden. So wie Leute in dieser heutigen Zeit einen Menschen anbeten, Jesus, oder sie beten Uzair an. Eine Person, einen Mensch, liebe Geschwister. Wo ist Laqa? Wo ist der Verstand? Wie kann man jemanden anbeten, der selber geboren worden ist, der selber isst und trinkt, der selber im Bauch 9 Monate im Bauch der Mutter verbracht hat? Wie kann man eine Person anbeten, der lebt und stirbt? Wie? Und deswegen sei stolz auf deinen Islam, dass du niemals einen Menschen anbetest, egal wer er ist, sondern dein Herr ist Allah Azza wa Jalla. Ja, abati, inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika, fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ja, abati, la ta'bud ash-shaytan, inna ash-shaytana kana lirrahmani 'asiyya. Oh mein Väterchen, diene nicht dem Shaytan, denn wahrlich, der Shaytan widersetzt sich gegenüber Allah Azza wa Jalla. Was hat der Vater Asa denn angebetet? Hat er den Shaitan angebetet? Nein, er hat Götzen angebetet. Warum sagt Ibrahim alaihi salatu wassalam, la ta'budu ash-shaytan, so diene nicht dem Shaitan, weil der ihm befohlen hat, Götzen anzubeten, war Shaitan. Wie Allah azza wa jal sagt, alam a'ahad ilaykum ya bani adam, an la ta'budu ash-shaytan, innahu lakum aduwwun mubin. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Oh Bani Adam, oh ihr Kinder von Adam, oh ihr Leute, die Verstand besitzen, was ist mit euch los? Warum dient ihr dem Shaytan, sagt Allah Azza wa Jalla? Warum dient ihr dem Shaytan? Vielmehr sollt ihr mir dienen, das ist der aufrichtige Weg, das ist der Weg, der zum Erfolg führt. Denn der Shaitan hat doch viele von euch schon zuvor in die Irre geführt. Die Leute beten entweder den Shaitan an oder Allah Azza wa Jalla. Und wer etwas anderes anbetet außer Allah, ganz gleich welche Form, ganz gleich welche Sache, so betet er eigentlich den Shaitan an, weil niemand hat ihm das geboten, außer der Shaitan. Ja, abati, la ta'budi shaitan, inna shaitana kana lirrahmani asiyya. Ja, abati, إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Oh mein Väterchen, ich habe Angst, dass dich eine Strafe von Ar-Rahman, dem Al-Erbarmer, trifft. Er hat ein Herz für seinen Vater. Er hat Mitgefühl für seinen Vater. Er kann es nicht ertragen, dass er seinen Vater sieht, wie er ein Erfolgloser in dieser Dunya ist und in der Akhira in das Höllenfeuer hereingeworfen wird. Er kann das nicht ertragen. Also hat er ihn gewarnt. Er sagte zu ihm, ich habe Angst um dich. Und es wird dich eine Strafe treffen. So wirst du ein Geselle von Shaitan sein. Ya Abati, Ya Abati, Ya Abati, Ya Abati. 4 Mal.
O Väterchen, wie war die Antwort von seinem Vater Asa? Höre, wenn ein Herz den Kufr liebt und sich dem Kufr unterwirft und wal'iyadu billah blind wird durch den Kufr, was sagte er zu seinem Sohn Abraham, Ibrahim alayhi salatu wassalam? Er sagte zu ihm, qala, araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Schmähst du etwa meine Götter? Willst du etwa meine Götter erniedrigen? La'in lam tantahi la'arjumanna wahjurni maniyya. Und wenn du nicht aufhörst, meine Götter zu schmähen, und wenn du nicht zurückkommst zum Weg, dass du Götzen anbetest, wie dein Vater es tut und wie dein Opa es tut, dann werde ich dich gewiss steinigen. Ich werde dich mit Steinen bewerfen, bis du stirbst. Sunan la tatabaddal wa la tatagayyar. Das sind Wege von Allah. Sie werden niemals geändert. Schaut mal, wie die Leute damals mit Leuten umgegangen sind, die sie von der Finsternis zum Licht gerufen haben. Und vergleicht das mit unserer Zeit. Wenn wir die Leute heute zum Licht rufen, wie behandeln sie uns? Sie sagen, Hassprediger, Salafist, weist ihn aus dem Land. Und manche, wenn sie die Macht in der Hand hätten, und hört zu, was ich sage, Wallahi al-Azim, sie würden nicht eine Sekunde zögern, uns zu töten. Warum? Weil du ein Muslim bist. Atatuluna rajulan an yaqula rabbi Allah? Tötet ihr etwa einen Menschen, sagt Allah. Nur weil er sagt, Allah ist mein Herr, das ist der Grund, warum viele Verbrecher die Muslime töten. Was machen wir Falsches? Wir rufen die Leute von der Finsternis zum Licht. Und man erzählt uns hier, dass es in dieser sogenannten Verfassung eine Religionsfreiheit gibt. Wir sagen, ihr habt recht, es gibt eine Religionsfreiheit für alle, außer für Muslime. Der Bart von einem Rocker ist kein Problem. Und der Bart von einem Dalai Lama ist kein Problem. Von einem Mönchen oder ich weiß nicht, wie die Leute heißen. Aber der Bart von einem Muslim ist ein terroristischer Bart. Allahu Akbar. Der Bart von einem Muslim ist ein terroristischer Bart. Und der Muslim, wenn er zu seiner Religion aufruft, ist er einer, der ein Feind der Regierung ist. Aber schaut mal, wozu die Leute alle aufrufen. Hier in einer Straße siehst du drei Spielhallen, vier Spielhallen. Jeder weiß, dass das keine Spielhallen sind. Das sind Höllen, walayadu billah. Drogen werden verkauft da drinnen. Da drinnen werden Machenschaften abgezogen. Vielleicht sogar Bordelle sind darin versteckt. Aber diese können ruhig in dieser Straße verbleiben. Eine Moschee steht hier im Wedding. Und subhanallah, du siehst, wie die gesamten Kuffar sich darüber schmeißen und versuchen, diese Leute schlecht zu machen. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, je mehr sie über uns schreiben, umso stärker wird die Gemeinschaft. Schaut diese gesamten Jugendlichen. Möge Allah euch alle segnen und in das Paradies eingehen lassen. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wir fürchten niemanden außer Allah Azza wa Jalla. Diese Leute werden ein paar Tage leben und dann werden sie zurückkehren zu ihrem Herrn. Er heilt ihnen die ganze Ansprache, ja Abati, bis der Vater entgegnet mit Hartherzigkeit, mit Kuffer, mit er sagte, wenn du nicht aufhörst, dann werde ich dich steinigen lassen. Und noch eine Strafe. So meide mich. So geh von mir weg. Überlegt, ein Vater sagt so etwas zu seinem Sohn. Geh von mir weg. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Das ist eine Sache, die ihn psychisch belastet. Wallahi al-Azim, psychisch belastet. Trotzdem, Ibrahim alayhi salatu wassalam blieb einer, der Benehmen hat. Er sagte zu seinem Vater, nachdem dieser ihm gesagt hat, ich werde dich steinigen, er sagte, Salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi. Friede auf dich, o mein Vater. Ich werde Allah um Vergebung für dich bitten. Was bedeutet das? Salam heißt hier nicht ein Gruß Salam, wie wir zu uns Salamu alaikum sagen, sondern Salam heißt, ich werde dich verlassen. Das heißt, das war meine Rede an dich, aber du hast dich für etwas anderes entschieden. Wie Allah Azza wa Jalla sagt, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Und die Diener von Ar-Rahman, von dem Al-Abama, sind Leute, die demütig, die bescheiden auf der Erde laufen. Und wenn sie die Jahibun, die Unwissenden sehen, sagen sie Salama nicht als Gruß, sondern das ist unser Weg und das ist euer Weg. Salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi.
ich werde meinen Herrn für dich um Vergebung bitten. Ibrahim a.s. war natürlich der Vater von Wala und Bara, der Vater von Liebe und Lossagung. Allah hat ihn uns zum Beispiel gemacht für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ. Im Gesandten Ibrahim ist euch, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ein schönes Beispiel gegeben worden. Was meinte er mit, ich werde bei Allah um Vergebung für dich bitten? Er dachte, dass sein Vater das Versprechen einlöst, welches er ihm gegeben hat. Der Vater gab Ibrahim ein Versprechen. Er versprach ihm, dass er sich ändern wird. Wie Allah Azza wa Jalla dieses im Koran erwähnt. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Und es steht den Propheten nicht zu und den Gläubigen, die mit ihm sind, dass sie für die Muschrikin, für die Götzendiener, um Vergebung bitten, selbst wenn das ihre engsten Verwandten sind, nachdem sie erkannt haben, dass sie nichts anderes als Leute des Höllenfeuers sein werden. Und dann sagt Allah Azza wa Jalla, وَمَا كَانَ إِسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَمْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّهِ. Und Ibrahim a.s. hat für seinen Vater um Vergebung gebeten, aufgrund des Versprechens, was sein Vater ihm gegeben hat. Sein Vater hat ihm gesagt, er wird seinen Weg ändern. Er wird nicht mehr diesen Weg weiter beschreiten, wie die Tafsir-Gelehrten sagen. Aber er hat sein Versprechen gebrochen. Was ist passiert? فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. Aber als Ibrahim a.s. mit dem Tod des Vaters gesehen hat, er hat sein Versprechen nicht eingehalten, wusste er, das ist ein Feind Allahs, so hat er sich von ihm losgesagt, ja Allah, auch wenn er mein Blut hat, ich bin sein Sohn und er ist mein Vater, ich sage mich los von ihm, das ist niemand, mit dem ich etwas zu tun habe. Lerne eine Sache, O Diener Allahs. Nicht hier, das Blut ist unsere Verbundenheit. Nein. Es ist La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und wenn dein eigener Vater oder deine eigene Mutter dir etwas befehlen, etwas zu tun, was gegen Allahs Gesetz ist, wehe dir, dass du das ausführst und sagst, das sind doch meine Eltern, ich muss ihnen gehorchen. Du gehorchst in erster Linie Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Und wenn sie dir etwas befehlen, deine Eltern, wovon du kein Wissen hast, Schirk und Sünde, so gehorche ihnen nicht. Aber schaut mal, Allahs Weg subhanahu wa ta'ala, فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Aber bleib weiter in der Dunya gut zu ihnen. Und Ibrahim a.s.w. hat das umgesetzt. Er war gut, bis er erkannt hat, dass dieser Feind Allah so gestorben ist, mit dem Kufr gestorben ist, jetzt darf er kein Dua mehr für ihn machen. Er ist sein Vater. Aber darf er Dua für ihn machen? Selbst wenn es die eigenen Verwandten sind, wie wir gehört haben. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Abu al-Bara, kannst du uns das nochmal erklären? Mein Vater ist Kafir, meine Mutter ist Kafira. Soll ich mich von ihnen lossagen und raus aus der Wohnung und sie nur noch mit den übelsten Wörtern beschimpfen? Nein. Deine Aufgabe ist, dass du Birrul Walidain hast. Das heißt, dass du Güte hast zu deinen Eltern. Selbst wenn sie nicht richtig praktizieren, wie es eigentlich ein Muslim machen sollte. Und das betrifft die meisten hier. Weil die Leute, die hierher gekommen sind, sind nicht für die Religion gekommen, sondern für die Dunya. Möge Allah Azzawajal unsere Herzen reinigen. Deswegen, wie gehst du mit deinen Eltern um? Die Gelehrten sagen Al-Birr. Was ist Al-Birr? Die Güte. Sie sagen Isarul Khair ila al-Ghayr. Ma'a qat'i an-nazar. An mahabbatik lah au karahiyatik iya. Birr, die Güte, ist, dass du Gutes tust, unabhängig davon, ob du die Person, der du Gutes tust, liebst oder nicht liebst. Unabhängig davon, ob du die Person liebst oder nicht liebst. Aber Birr hat Allah dir vorgeschrieben.
Allah Azza wa Jalla hat uns vorgeschrieben, gegenüber dem Kuffar-Bild zu haben. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Wahrlich, Allah verbietet euch nicht, gut gegenüber denjenigen zu sein, das heißt die Kuffar, die euch nicht aus euren Häusern vertreiben und die euch nicht wegen eurer Religion töten, mit diesen beiden Bedingungen nur. Die euch nicht aus euren Häusern vertreiben und die euch nicht wegen eurer Religion töten, dass ihr zu ihnen gütig sei und gerecht, wahrlich Allah liebt die Gerechtigkeit. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn ein Kafir, der nicht die Zufriedenheit Allahs erlangt hat, wenn er dein Vater ist, dann bist du trotzdem gut zu ihm. Warum? Weil Allah hat dir Birr vorgeschrieben. Das ist eine Sache, die er dir vorgeschrieben hat, subhanahu wa ta'ala. Du siehst eine Person auf der Straße, vielleicht ein Kafir. Und ein Muslim macht ihm gegenüber Unrecht. Er klaut ihm zum Beispiel das Portemonnaie. Oder er schlägt einfach so auf ihn ein. Hier ist deine Aufgabe, dass du den Muslim abhältst, Schlechtes zu tun. Warum? Weil Allah befiehlt uns, gerecht zu sein. Und Gerechtigkeit ist nicht, dass wir Leute trotzdem unterstützen, auch wenn sie Muslime sind, wenn sie Unrecht tun, weil er ja dumm. Du siehst Leute, der sagt dir, und ist sein Bruder, trotzdem hilft er ihm. Er hat ihn beklaut, er hat ihn vielleicht getötet, er hat ihn. Das sind Leute, die unwissend sind, die keine Ahnung von ihrer Religion haben, sondern Allah hat uns befohlen, gerecht zu sein. Und wenn ihr wüsstet, wie die Salaf, Umar ibn Khattab und andere diese Eier umgesetzt haben, wallahi, wir werden uns wundern, von oben bis unten, von der Erde bis zum Himmel. Das bedeutet, Udina Allah, selbst wenn dein Vater ein Käfer ist, du bist gut zu ihm, weil Allah dir vorgeschrieben hat, dass du Birrul Walidain hast. Selbst wenn du auf der Straße einen Kafir siehst, dem Unrecht angetan wird, du hilfst ihm. Warum? Weil du ihn liebst? Nein, wir haben doch gesagt, unabhängig davon, ob du ihn liebst oder nicht, dieses ist Birr, weil du gerecht bist und ein gutes Tunender bist. Das ist die Sache. Das bringen unsere Geschwister durcheinander. Sie denken, wenn er Kafir ist, hat er keine Rechte bei uns. Das stimmt nicht. Allah hat ihnen die Rechte gegeben, dass wir gut und gütig zu ihnen sind, auch wenn wir sie nicht lieben. Gut und gütig zu ihnen sind und gerecht sind. Das ist die Aufgabe, die ein Muslim hier haben muss, liebe Geschwister, damit wir auch unseren Islam präsentieren. Und viele Leute haben aufgrund dieser vorzüglichen Eigenschaften, walhamdulillah rabbil alamin, den Islam angenommen. Der Vater hatte eine Unterhaltung mit Ibrahim alayhi salatu wassalam. Und Ibrahim war sehr traurig gewesen, dass sein Vater nicht ihm gehorcht hat in dieser Dunya. Und so war es auch bei dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So sagt Bureyda radiyallahu anhu arda, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa sallam fi safar, fasalla bina rak'atayn. Wir waren mit dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam auf einer Reise und er hat zwei Rak'at gebetet mit uns. Thumma aqbala alayna bi wajhihi. Dann drehte er sein Gesicht zu uns, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wa aynahu tadlifan, während seine Augen getränt haben. Er hat geweint, liebe Geschwister. Faqama ilayhi Umar. Dann stand Umar auf und er ging zu ihm. Er sagte, ma laka ya Rasulallah, was ist mit dir, o Gesandter Allahs? So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, höre, Allah hat Grenzen. Er liebt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er liebt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Worum hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn gebeten, Allah azza wa jalla? Er sagte, inni sta'dhantu rabbi fil istighfari li ummi. Ich habe meinen Herrn gebeten, dass er meiner Mutter vergibt. Falam ya'dhan li, so hat er es mir nicht gewährt, nicht erlaubt. Fadama'at aynai. So haben meine Augen angefangen zu tränen. Rahmatan laha minan nar, aus Barmherzigkeit, weil sie im Höllenfeuer bestraft wird. Die Mutter von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist im Höllenfeuer. Und auch der Vater, in einer anderen Überlieferung, kam ein Mann. Ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallam, faqala ayna abi. Er kam zum Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, fragte ihn, wo ist mein Vater? Qala abuka fil nar, dein Vater ist im Höllenfeuer. Dann ging dieser Mann. Er war so traurig und er zog davon. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, irji ilay, komm wieder zu mir zurück. Abi wa abuka fin nar, mein Vater und dein Vater sind beide im Höllenfeuer. Es gibt Grenzen.
wenn jemand mit Schirk stirbt, auch wenn er der Vater oder der Sohn von einem Propheten ist, er geht in das Höllenfeuer, weil Allah Azza wa Jalla das Paradies nur für seine gläubigen Diener bestimmt hat. Allahumma ja'alna min al-mu'minin. Lieber Diener Allahs, und damit beende ich. Wie geht die Geschichte mit dem Vater von Ibrahim alayhi salatu wassalam weiter? So heißt es in einer Überlieferung bei Al-Bukhari: Yalqa Ibrahimu abahu Azar yawm al-qiyamah. Yawm al-qiyamah werden Ibrahim und Azar, sein Vater, sich wiedersehen. Sich wiedersehen am Tage der Auferstehung, am Tage des Gerichts. وَفِي وَجْهِهِ قَطَرَةٌ وَغَبَرَةٌ. Und im Gesicht des Vaters wird Staub sein. Was bedeutet Staub? Das bedeutet, er wird ein besorgtes Gesicht haben. Er wird voller Kummer und Leid sein. فَيَقُولُ لَهُ إِبْنُهُ إِبْرَاهِيمُ. Dann sagt ihm Ibrahim alayhi salatu wassalam: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي. Habe ich dir nicht gesagt, dass du dich mir nicht widersetzen sollst, dass du auf mich hören sollst, wie ich es dir in der Dunya gesagt habe? Subhanallah, sagt er jetzt: Ja, Abati, es gibt kein Abati mehr. Die Zeit von Abati ist vorbei. Die Grenze ist da. Er ist als Feind Allahs gestorben, jetzt gibt es kein Abati mehr. So sagt der Vater zu ihm: Fayaqulu abuhu Azar. Er sagt zu ihm: Höre, falyawma ana la asik. Heute werde ich dir nicht gegenüber widersetzlich sein. Heute werde ich auf dich hören. Ich werde deinen Befehl befolgen. So sagt Ibrahim: Ya Rabb, o mein Herr, innaka ta'iduni an la tukhzini yawma yub'athun. Du hast mir versprochen, dass du mich am Tage der Auferstehung nicht in Schande stürzen wirst. Wa ayyu khizyin akhza min abi al-ab'ad. Und welche Schande ist gewaltiger, als dass heute ich mich wegen meinem Vater schämen muss, ya Rabb. O mein Herr. Höre die Antwort von Allah Azza wa Jalla. Er sagt zu ihm: Yuqal li Ibrahim alayhi salatu wassalam. Höre zu. Inni harramtu al-jannata 'ala al-kafiri. Ich habe das Paradies für die Kuffar verboten. Wie willst du sterben? In der Dunya hat der Vater von Ibrahim gemacht, was er wollte, aber in der Akhira zeigt sich die Wahrheit. Da werden die Leute nichts anderes machen können, als zu gehorchen. Aber es ist zu spät. Sie haben das in der Dunya machen müssen. Und viele dieser arroganten, überheblichen Möchtegern, die sich zeigen in dieser Dunya, die können reden, die können tun, was sie wollen. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo wir ihnen sagen werden: Inna Allaha harrama al-Jannah 'ala al-kafirin. Allah hat das Paradies für die Kuffar verboten. Es geht weiter. Dann sagt Allah Azza wa Jal zu Ibrahim alayhi salatu wassalam: Unzur tahta rijli. Guck unter deinen Füßen. Dann sagt Ibrahim alayhi salatu wassalam, guckt Ibrahim alayhi salatu wassalam unter seinen Füßen. Was sieht er? فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخ. Dann sieht er seinen Vater wie eine Hyäne, die geschlachtet wurde, Stück für Stück, und den übelsten Geruch verbreitet unter den Füßen von Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Was sagen die Gelehrten? Warum eine Hyäne? Die Hyäne ist eine der dümmsten Tiere. So wie der Vater ebenfalls dumm war, dass er nicht die Wahrheit angenommen hat. Und warum wurde sie zerstückelt, diese Hyäne, und hat einen üblen Geruch? Dass Ibrahim eine Abneigung gegen ihn hat. Denn wäre er in der Gestalt von seinem Vater, hätte er noch zu viel Gefühle für ihn gehabt. Das ist Allah. Er macht seine gläubigen Diener nicht traurig. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und daher, liebe Geschwister, ein Aufruf von mir an euch. Das ist die Welt für jeden. Ein Kafir kann tun, was er will. Ein Munafiq, ein Heuchler kann tun, was er will. Aber ein Muslim hält sich hier an die Regeln. Wie ist das Yawm al-Qiyamah? Ein Kafir und ein Munafiq werden erniedrigt vom Allah Azza wa Jal, seid ihr sicher.
Aber der Gläubige, der sich hier an die Regeln gehalten hat, wird das schönste Leben im Paradies genießen. Es wird für ihn weder Schlaf geben, noch Müdigkeit geben, noch Anstrengung geben. Dieser Gläubige wird in diesem Paradies nur genießen, von morgens bis abends. Das ist der Lohn für die Gottesstunden. Allah Azza wa Jal hat das nur für die Gläubigen bestimmt. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا